nächstes möchte ich Ihnen die von Weber Medical entwickelte sogenannte kleine Laserdusche vorstellen, die wir, wie Sie später sehen können, auch intraoral im Mund einsetzen können. Diese kleine Dusche ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie die große Dusche. Ich demonstriere nun, wie die Dusche geöffnet wird. Dies geschieht nach dem gleichen Prinzip wie bei der großen Laserdusche. Die Oberschale kann durch Vorschieben entfernt werden. Und wenn man nun hineinschaut, sieht man in der Dusche 5 Öffnungen, in die ich bis zu 5 Lasernadeln einführen kann. Auch hier haben wir wieder den Vorteil, dass wir verschiedene Wellenlängen gleichzeitig benutzen können. Und ich werde diese Laserdusche jetzt mit einem roten, einem infraroten und einem grünen und einem blauen Laser bestücken. Ich führe nun die Nadeln ein in die Öffnung, sind nun eingeführt. Ich lege die Fasern wieder in den Schacht und schließe die Laserdusche wieder, indem ich die Oberschale wieder einführe. Nun ist die Laserdusche zur Therapie bereitgestellt. So, ich stelle nun die Laserdusche an, indem ich Start-Button drücke auf dem Gerät und man sieht hier nun sehr schön den grünen, den roten und den blauen Laser. Der Infrarote ist naturgemäß unsichtbar und man sieht, wie sich die Farben mischen und kann nun sehr schön im Nahbereich zum Beispiel kleine Fingergelenke effektiv behandeln, rheumatische Erkrankungen der Fingergrundgelenke oder ich kann diese Dusche auch sehr schön zur Bestrahlungsbehandlung bei dermatologischen Erkrankungen wie zum Beispiel chronische Wunden, aber auch andere Erkrankungen wie Ekzeme und Schuppenflechte zum Einsatz bringen. Die kleine von Weber Medical entwickelte Munddusche lässt sich insbesondere auch sehr schön im Mundbereich, also intraoral, anwenden, zum Beispiel bei chronischen Entzündungen oder auch im Zahnbereich. Zur Behandlung im Mund muss natürlich die Dusche geschützt werden. Dafür benutzen wir einen sterilen, lichtdurchlässigen Plastiküberzug, in den wir die Dusche nun hineinpacken. Und so können wir die Dusche nun in einen sterilen Zustand in den Mund des Patienten einführen. So, ich demonstriere nun die Anwendung der durch einen Plastiküberzug geschützten Munddusche im intraoralen Bereich. Bitte einmal den Mund aufmachen, weit, ja. Ich kann zum Beispiel innerhalb des Mundes bestrahlen und Geschwüre im Mund behandeln, Entzündungen, chronische Mandelentzündungen zum Beispiel. Ich kann aber auch sehr gut im Zahnbereich behandeln, zum Beispiel sehr effektiv zur Therapie von Zahnfleischerkrankungen wie Parodontitis oder auch von Karies. Eine weitere therapeutische Option ist, die Munddusche sublingual anzuwenden. Bitte mal die Zunge nach oben. Das heißt, wir legen die Munddusche nun unter die Zunge. Bitte Mund wieder schließen. Und der Patient kann nun diese Dusche bis zu 20 Minuten im Mund behalten. Der große Vorteil ist, dass die Laserstrahlung unter der Zunge in die Blutgefäße eindringt und wir sozusagen auch systemische Effekte der Laserstrahlung haben. Das heißt, die Energie, die durch das Licht zugeführt wird, kann jetzt in die großen Zungengrundvenen eingeführt werden und der Patient hat systemische Effekte durch gesteigerte Energiezufuhr, seine Durchblutung bessert sich und der Allgemeinzustand bessert sich und insbesondere wird das Immunsystem gestärkt.